Ja, hallo zu meinem sechsten Teil der Entity Framework Webcast Serie. Ich habe inzwischen relativ viele Rückmeldungen bekommen, sehr viele positive, was mich sehr gefreut hat, auch sehr viele Wünsche, was ich denn noch alles zeigen soll. Und ja, ich versuche natürlich allem gerecht zu werden. Es kostet allerdings immer viel Zeit, solche Webcasts aufzunehmen. Und deswegen gebt mir da einfach ein bisschen Zeit. Ich will jetzt als nächstes ein paar Refactorings durchführen für zukünftige Anforderungen. Und ja, legen wir einfach mal los. Und zwar möchte ich, dass wir in Zukunft nicht mehr direkt auf DB-Kontext hier verweisen, sondern auf IDB-Kontext. Das heißt, wir brauchen hier ein Interface. Dieses Interface packe ich in die Contracts rein. Und das Interface habe ich auch schon vorbereitet. Wie man hier sieht, habe ich auch schon mal SQL Query und Execute SQL Command vorbereitet. Das heißt, wir werden entweder in diesem, spätestens aber im nächsten Webcast die Geschichte angehen, dass man eben auch SQL Queries oder Stored Procedures aufrufen kann. So, also haben wir einmal das. Noch haben wir keine Implementierung dafür. Ich mache jetzt erst einmal die, Entschuldigung, eins wollte ich noch ändern, und zwar nennen wir das Source Context vielleicht. Oder Origin Context. Und das hier benennen wir um in Wrapped Context. So, und jetzt machen wir hier als kleine Nebeninformation, ich stelle auf dem Interface nicht die Save Changes Methode zur Verfügung. Damit, also man kann später an einigen Stellen tatsächlich direkt auf IDB-Kontext zugreifen. Ich möchte aber nicht, dass man darauf Save Changes aufruft, einfach um dem Ganzen vorzubeugen, dass außerhalb von Commit diese Save Changes aufgerufen wird. Klar, man kann natürlich nochmal über den Origin-Kontext gehen, aber ich will es auf jeden Fall mal nicht in der Schnittstelle haben, um das nicht zu fördern, dass quasi Save Changes direkt auf dem Kontext aufgerufen wird. Das soll mal also wirklich die Commit-Methode der Unit of Work, die ja auch dafür da ist, das Ganze zu kapseln, benutzen. Gut, also haben wir hier einmal diesen Fehler. Mit Alt Page Down springt mein Resharper zum nächsten Origin Context und nochmal Alt Page Down und Origin Context. Auch das hier, ich mache uns vielleicht mal ein kleines To-Do hin. From das gehen wir später an, weil hier sollte man den Kontext auch wieder richtig vom Container freigeben. Schon hat man da solch sogenannte Ghosts im Container rumliegen. Gut, haben wir irgendwo noch einen Fehler? Ich schaue, Alt Page Down. Genau, hier ist noch einer. Und hier verpacken wir das Ganze dann. Nur fehlt uns jetzt eben noch die Implementierung des Wrappers. Und die machen wir jetzt gleich hier. Ich finde es schade, dass Microsoft hier selbst keine Schnittstelle anbietet. Wenn wir später zum Testen kommen, wird man sehen, dass das sehr unvorteilhaft ist. Einmal. Und hier sehen wir jetzt einen wesentlichen Unterschied von meinem IDB-Kontext zu dem eigentlichen Kontext aus dem Entity Framework. Wir müssen das Ganze, wie gesagt, generisch machen. Hier ist der Unterschied. Also hier sieht man, ich gebe IDBSet zurück und der eigentliche Kontext gibt DBSet zurück. Was für mich nicht ganz nachvollziehbar ist, warum man hier nicht dann
quasi konsistent bleibt und nur mit Interface, nicht mit konkreten Implementierungen arbeitet. So. Kontext. .database. SQL Query. Und hier geben wir das durch. So. Query Parameters. Ich mir mal zack, zack. Kontext. Achso, hier sollten wir natürlich. Hier sollten wir das so machen. Und also hier bereite ich eben schon vor, dass wir später auch SQL-Queries direkt ausführen können, dass wir Valued Functions oder Stored Procedures aufrufen können. Kommen wir dann, wie gesagt, entweder ganz am Ende oder im nächsten Webcast dazu. Das ist mal meine Implementierung für diesen Wrapper. Und hier muss ich nichts anderes machen. Renew Wrapped Context. Soweit so gut. Bildet. Und was ich als zweites machen will, um das Ganze zu optimieren, ist, dass wir nicht mehr über create diese create-Methode generisch aufrufen, sondern dass wir da wirklich einen konkreten Typ verwenden können. So. Also gehen wir mal kurz in unserer Context Factory, beziehungsweise in den Container, in F12 und Context Create und die schmeiße ich jetzt raus. So. Hier sieht man jetzt, wie gesagt, hier resolve ich vom Container händisch. Damit muss ich auch wieder selber diesen Kontext, den ich resolved habe, freigeben. Sonst entstehen solche Speicherlecks. Da kommen wir dann später dazu. Und den Context Name machen wir mal Context Name. So, eines habe ich natürlich vergessen, Entschuldigung. Und zwar, das können wir mal zumachen. Gehen wir noch mal kurz ins Interface. Und zwar wollte ich das ja abhängig von einem Type machen. Speichern. Und korrigieren wir das Ganze. Ja, ich weiß, mit Resharper wäre das jetzt natürlich schneller gegangen. Da habe ich wieder nicht dran gedacht. So. Das heißt, wir kriegen hier einen Typen rein. Bisher ging die Auflösung so. Also wir könnten jetzt hier im Prinzip hergehen und die bisherige Methode aufrufen. Das heißt eben, dass das einfach ersetzt wird. In Zukunft soll es aber innerhalb von meinen Domänen beispielsweise nicht nur Queries, sondern auch Function und so, und das gleiche machen wir hier. Und hier. Ich hoffe, ich habe keinen Tippfehler drin. Also die Entitäten hier liegen ja in dem Namensraum Comwork Domain Adventure Works. Wenn ich jetzt nun später hier auch noch Funktionen und Stored Procedures hinterlege, soll es immer noch anhand von dem Namen den Kontext richtig auflösen. Und deswegen passe ich mir das Ganze ein klein wenig an. Und zwar habe ich das Ganze schon vorbereitet. So sieht das aus.
So, kurz korrigiert. Hoppla. Da wollten wir nicht rein. Und so. Ja, ich habe mir jetzt hier eine Methode geschrieben, die wir eben abhängig von dem Type, den ich reinreiche, mir immer noch den richtigen Namespace auflöst. Das Ganze habe ich auch schon, also bei mir oder bei uns in unserem ERP-System ist natürlich mit Unit-Tests hinterlegt. Mir ist auch aufgefallen, dass ich ja noch überhaupt nirgendwo euch Unit-Tests hinterlegt habe. Das rührt daher, dass einfach die Zeit recht knapp ist und mit Unit-Tests schreiben kommen wir da einfach zu schleppen voran. Ich stelle euch entweder in einem separaten Webcast die ganzen Unit-Tests vor oder ich füge die bei Gelegenheit mal über in das GitHub-Projekt, sodass ihr auch die ganzen Tests dazu habt. So, und das Ganze funktioniert jetzt wie folgt. Dann machen wir hier Kontext bei Domain und da geben wir den Typen rein. Und vorerst machen wir das mal private. Und muss ich gerade uns noch kurz überlegen, habe ich an alles gedacht? Ich meine, hier steht DB-Kontext. Ja, also wenn jetzt typischerweise so ein Typ reinkommt mit urr.domain.adventureworks.address, dann holt sich's, das Ganze wird gesplittet, der Namespace, und es holt sich den dritten Teil, also urr.domain. Und jetzt kommt das Ganze AdventureWorks, das wäre eben unser Kontext, und an diesem Kontext hänge ich db-Kontext dran und habe damit wieder die Registrierung oder den Namen, unter dem die Komponente im IOC-Container registriert ist. Wir schauen nochmal kurz. Genau, AdventureWorks DB-Kontext, Northrend DB-Kontext, alles gut. So, auch das tun wir vielleicht später noch optimieren. Gut, also haben wir hier diese Implementierungsdetails erfüllt. Einen Augenblick, das hier können wir rauskanten. Beziehungsweise das hier brauchen wir auch nicht mehr. So, jetzt gibt es natürlich hier ein Problem. Und das passe ich wie folgt an. Und hier habe ich das schon vorbereitet. Das hier löschen wir mal. Hier brauchen wir dann nur create, allerdings noch eben mit new wrapped context, und da kommen wir auch später noch dazu, mit eigenen exceptions arbeiten, damit wir später die Fehlerverfolgung besser durchführen können. Ich mache jetzt einfach mal das nehmen wir hier. Machen wir es wohl erstmal so, soll jetzt einfach mal so reichen. Gut, jetzt haben wir hier was Schönes, jetzt fliegt hier nämlich dieses System Data Entity raus, das brauchen wir in unserer Unit of Work dann also auch nicht mehr, weil wir hier eben nur noch mit diesem eigenen Interface arbeiten, was das Ganze abstrahiert. So, na, das war nicht gewollt. Heieiei. Jetzt haben wir es. Formatiere ich das Ganze mal automatisch noch. Ja, ging nicht mehr viel. Okay. Das haben wir auch im Prinzip alles, was wir wollten. So, wie viel haben wir jetzt? Jetzt haben wir 15 Minuten vorbei. Dann mache ich einfach mal ein bisschen länger und versuche noch schnell die Geschichte mit den SQL-Befehlen reinzubringen. Beziehungsweise wir könnten mal unsere Unit-Tests für Arma ausführen und gucken, ob das Ganze überhaupt noch funktioniert. Hm, da geht schon was nicht. Also ist offensichtlich ein Fehler in dem Namen AdventureWorks DB-Kontext.
Vermutlich wegen der Groß-Kleinschreibung. Ich schaue mal ganz kurz und stelle auf Pause. Ja, ich meine den Fehler gefunden zu haben. Zum einen hatten wir to lower bei der String-Konvertierung und zum anderen ist es unter dem, wenn nicht explizit ein Name angegeben wird bei einer Container-Registrierung, dann nimmt es immer den vollständig qualifizierten Klassennamen. Sprich, bei unserem AdventureWorks DB-Kontext würde es jetzt ur.persistence.orm nehmen. Und das Ganze kann man entgegenwirken. Also entweder wir würden jetzt hier quasi das vorstellen. Könnten wir auch machen. Das wäre eine Möglichkeit. Quasi so sollte es funktionieren. Schauen wir. Ja, funktioniert. Die zweite Möglichkeit, also merkt euch gut, bei Containern Registrierung, wenn man nicht explizit einen Namen über named, hier könnten wir jetzt den Namen schreiben, angibt, dann nimmt es den vollständig qualifizierten Namen. Man kann es, wie gesagt, mit named überschreiben. Gut, aber dann funktioniert das Ganze mal. Ich checke das Ganze vielleicht auch mal ein. Was haben wir gemacht? Wir haben quasi das Ganze robuster gemacht. Wir haben den Kontext mit einem Wrapper umgeben. Wir haben bereits die Vorleistung für SQL Statements geschaffen. Ich nenne das Ganze jetzt, nennen wir das, sage mal, ein bisschen neben der, gut, also jetzt aber flott. Und wir brauchen hier jetzt noch die Möglichkeit, finde es jetzt gerade nicht ganz so schön, dass es hier nicht sauber getrennt ist. Wir brauchen jetzt noch die Möglichkeit, eben Stored Procedures auszuführen und SQL-Befehle. Und nicht verzagen. Habe ich schon vorbereitet. So, das Ganze habe ich jetzt ebenfalls über Interfaces sowie unsere Queries abstrahiert. Und auch diesen Code habe ich schon vorbereitet. Einmal, also im Prinzip wie unsere Query mit einem Execute und erwartet dann eben einen Wrapped Context. Und bei der Stored Procedure ist es das gleiche in grün. Damit ihr das, damit das kurz erklärt sei, Stored Procedures haben immer einen Integer-Wert, den sie zurückgeben. Und zwar gibt das die Zahl der betroffenen Zeilen an, die durch die Stored Procedure berührt wurden. Und bei einer Function, da kommt es natürlich darauf an, wie man die Funktion in seinem SQL-Server geschrieben hat, welchen Rückgabewert sie hat, deswegen ist das Ganze generisch geschrieben. So, tun wir das Ganze separieren. Gut. So, jetzt müssen wir das Ganze hier oben natürlich auch implementieren. Get or. Und jetzt sieht man auch, warum ich das gebraucht habe. Herrje, heute ist viel Posteingang, obwohl schon 8 Uhr ist. Jetzt kann ich hier einfach angeben Value Function getType, also nochmal zur Erinnerung, getType ruft man auf einer konkreten Instanz auf, typeOf ruft man eben auf einem Typen auf. So, und jetzt kann ich Folgendes machen, return Value Function execute und hier reiche ich unseren Wrapped Context rein, zack. Und das gleiche in grün.
stored procedures, get type und dann return stored procedure execute und hier übergeben wir den Wrap-Kontext. So. Ganz wesentlicher Punkt, den ich hier noch erwähnen möchte. Execute Function. Wir haben das vorhin gesehen. Wir gehen mal ganz kurz in den Wrap-Kontext rein. Es gibt eine Methode SQL Query auf der Property Database des Kontexts. Die Property Database kennt ihr, kennen die Leute, die Code First benutzen bereits, weil hier gibt es zum Beispiel eine Create if not exist, beziehungsweise man kann auch prüfen, ob die Datenbank existiert mit exists. Daher kennen das wahrscheinlich schon einige. Es gibt, wie gesagt, jetzt eben auch diese SQL Query darauf. Und hier muss man angeben, um was für einen Rückgabetyp es sich handelt, ist also generisch programmiert. Ganz wichtig, wenn man das hier aufruft, werden Entities, die durch eine Function zurückgeliefert werden, also jetzt beispielsweise in unserem Fall die Entität Address, würde zwar eine Adresse aus der Datenbank zurückliefern, diese wäre aber nicht durch den Kontext getrackt. Das heißt, Änderungen bringen euch dann in dem Fall nichts. Anders verhält es sich auf Sets. Also Sets haben auch Kontext, Set, T, haben auch eine SQL Query. Und diese wiederum sind getrackt. Das sieht man auch daran, dass diese SQL Query im Gegensatz zu der unteren keinen generischen Parameter erwartet, der angibt, um welchen Rückgabewert es sich handelt. Warum? Weil ich ja auf einem dedizierten Set bin, also auf einem konkreten Set, beispielsweise von Address, und entsprechend der Rückgabewert auch vom Typ Address sein muss. Diese Entitäten werden mitgetrackt auf dem Kontext. Sprich, wenn ihr euch die Adresses zurückgeben lasst, modifiziert diese und ruft Commit auf dem auf der Unit of Work auf, werden die Daten tatsächlich auch so geschrieben. Ich implementiere das in diesem Fall nicht. Kann sie natürlich jeder selber implementieren. Allerdings soll es in dem vorliegenden Fall jetzt mal hier mit reichen. Ich werde dazu auch noch was in meinen Blog-Eintrag schreiben. Gut, also dann wäre das schon mal geklärt. Und jetzt gehen wir zu unseren Funktionen und machen hier zum Beispiel eine. Schauen wir mal kurz in unserer Datenbank, was wir denn hier für... Also ich bin hier auf dieser AdventureWorks Datenbank und hier gibt es zum Beispiel GetAccount, GetAccountingEndDate. Und ich führe es gerade mal aus, also man sieht, hier kommt was zurück, ne? Und was brauchen wir als Parameter? Können wir uns auch anschauen. Beziehungsweise hier habe ich es ja eh offen. Gerade einen Augenblick. Hier wird also ein Integerwert für die ID erwartet und ein Datum. Ja, und jetzt wollen wir diese Methode wollen wir jetzt aufrufen. So. Also machen wir doch mal einfach get product list price. So. Und da dieser SQL-Befehl eben jetzt eine int für product ID und ein date time end date benötigt, iValue und da kommt ein Decimal zurück. Und wenn wir uns den Aufruf nochmal anschauen, ich kopiere das Ganze mal. Das hier brauchen wir nicht, weil wir ja schon auf dem entsprechenden Kontext sind.
Und jetzt machen wir das Ganze auch sauber. Das heißt, auch bezüglich SQL Injection gilt es hier aufzupassen. Hoppla. Machen wir mal so. Und jetzt machen wir hier folgendes. Return wrapped context SQL query. Und hier machen wir ein SQL. Decimal. Und hier machen wir Query. SQL Query natürlich. So. Entschuldigung, hier klingelt gerade das Telefon. Ich mache mal kurz auf Pause. Da bin ich wieder. Und first, da kommen wir jetzt dann gleich drauf zu sprechen. Beziehungsweise machen wir es anders. Ich mache das Ganze so und schreibe dann Product ID plus Komma und Enddate und zack, vielleicht noch, ne, reicht eigentlich, so. Genau. Also dieses String Format hilft uns dann eben auch das Ganze bezüglich den Parametern zu validieren, beziehungsweise dadurch, dass wir das Ganze in einem eigenen Objekt gekapselt haben, können wir eigentlich davon ausgehen, dass wir gegenüber SQL Injections nicht zu befürchten haben. Wir könnten jetzt zum Beispiel die Product ID von mir aus noch validieren oder das Enddate validieren. Also hier hat man schon sehr gut die Möglichkeit, dann eben auf solche Attacken zu reagieren. Eine andere Möglichkeit wäre übrigens, man kann hier auch mit SQL-Parametern arbeiten. Ich schaue gerade mal, ob ich das irgendwo noch vorrätig habe. Wenn ich mir kurz einen Augen... Nein, ich habe es gerade nirgendwo mehr offen. Also einfach mal googeln. Es ist hier auch möglich, mit SQL-Parametern zu arbeiten. Hat den Nachteil, ihr müsstet jetzt wieder den ganzen... die Assembly und den Namensraum für die SQL-Parameter einbinden. Deswegen, hier haben wir schön gekapselt in einer eigenen Klasse. Wir arbeiten hier mit String Format und das läuft. Hier das First habe ich deswegen, weil ein SQL Query kann eben ist vom Typ IEnumerable, wenn ich das recht im Kopf habe. Gehen wir mal kurz Augenblick. Genau. Also die SQL Query hat einen Rückgabewert IEnumerable von T, damit man eben auch, wenn es jetzt nicht nur sich um eine Funktion handelt, die jetzt eben nur ein Dezimal zurückliefert, sondern jetzt, was weiß ich, mehrere Werte, dass man das eben auch abfangen können. Und in unserem Fall machen wir hier noch First. Vielleicht, oh, falls es jetzt keinen Wert gäbe, soll ja keine Exception hier an der Stelle schmeißen. Das kommt jetzt natürlich auf den Business Case an. Wenn hier zwingend ein Wert zurückkommen muss, dann arbeitet eben mit First. Gut. Hier haben wir noch einen Fehler irgendwo. Sehe ich jetzt gerade nicht. Bin ich blind? Habe vorhin ein zu viel gelöscht. So, und was wir ja vorhin gesehen hatten, diese Abfrage funktioniert also mit 707 und 1.1.2008. Also machen wir nochmal Unit-Tests für Arme. Und machen uns eine SQL-Function ist gleich new getProduct. Jetzt muss ich gerade kurz schauen, ob wir das auch public gemacht haben. Jo, sieht gut aus. Und 707 und new date time 2008,1,1 und ich mache das gleiche hier gerade noch mal.
müssen hier natürlich noch die richtige Methode execute function und alles wird gut. Machen wir hier Aufruf der SQL-Funktion getProductListPrice ergibt den Wert. Und zwar ProductListPrice und Lauf. Ha, was ist hier noch falsch? Schauen wir uns mal kurz die Query an. Select 2008. Muss ich ganz kurz überprüfen. Da muss ich gestehen, bin ich jetzt ein bisschen unvorbereitet getroffen worden. Das Datum muss entsprechend formatiert werden anscheinend für die Funktion, damit eben das am Schluss wie das hier aussieht. Und also das habe ich deswegen nicht gewusst, weil bei uns das noch nicht vorkam, dass dass wir mit Datum gearbeitet haben. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Da könnte man sich vielleicht eine Datetime Extension schreiben, also so eine Extension Method, die einem entsprechend das Ganze konvertiert. Aber schauen wir jetzt einfach mal convert. Dann schreiben wir vielleicht groß convert Klammer auf Datetime. Und hier kommt dann der String rein. Und 102. Und als String mache ich hier jetzt, beziehungsweise machen es vielleicht anders, so rum. 2 und 3. Und nochmal. Ha. Was habe ich jetzt vergessen? Wahrscheinlich die Klammer zu. So ist es. Ah, jetzt läuft das Ganze. Wie gesagt, das mit Daytime, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass man da gar nicht so einfach das reinreichen kann. Einfach vielleicht eine Extension Message schreiben. Ansonsten, wie gesagt, man kann ja auch mit diesen SQL Parameters arbeiten. Mache ich persönlich ungern, eben weil ich nicht mehr noch die Referenz reinziehen will. Und diesen Stand würde ich euch jetzt auch zur Verfügung stellen. Mit Stored Procedures läuft das, wie gesagt, äquivalent ab. Möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter zeigen, um einfach Zeit zu sparen. Und ja, gern Feedback geben. Wie gesagt, ich habe noch sehr viel offen. Ich weiß, dass WCF stark nachgefragt ist, wie arbeitet man mit dieser Lösung mit WCF. Dann gab es die Frage, ob es das als fertiges NuGet-Package gibt. Nein, das gibt es deswegen nicht, weil es natürlich spezifisch auf die eigene Anwendung zugeschnitten werden muss, beziehungsweise die eigenen Kontexte. Deswegen kann man da gar kein NuGet-Package machen. Kopiert euch einfach den Code, ist alles auf GitHub. Ja, ansonsten...